Dieser Vergoldungsstift ist sehr einfach in der Handhabung. Ich habe den eingesteckt in meiner Powerbank, da ich hier keine Steckdose in meinem Bereich habe. Man kann natürlich diesen auch einstecken und laden wie ein Smartphone. Es hat einen Knopf, den man betätigen kann, und wenn es grün ist, ist der Stift einsatzbereit. Und da vorne ist es ein wenig heiß. Da kann ich jetzt nicht einfach den Stecker hier vorne oder den Stift wechseln. Da muss ich warten, bis er wieder abgekühlt ist. Es gibt nämlich verschiedene Größen von diesen Stiften, die man verwenden kann im Zusammenhang mit dieser Folie zum Beispiel. Es gibt auch noch Goldfolie. Es gibt jenste Farben, die ich dann hier auch noch im Video eingetragen habe. Und ich kann das nun ganz einfach verwenden, sei es mit Schablonen oder ich kann auch zum Beispiel Agendas personalisieren. Da ist jetzt eine mit Lederbezug und ich schreibe jetzt mal einfach hier meinen Namen hin, damit man es sieht, dass es meine Agenda ist, und kann ganz einfach hier meinen Namen so auf die Folie schreiben und habe nun meinen Namen hier unten hingeschrieben. Wenn man den Vergoldungsstift nicht mehr verwenden möchte, kann man ihn einfach ausschalten, wieder ausstecken. Und wenn es hier vorne nicht mehr heiß ist, kann ich nun diesen Stift wechseln für eine andere Größe oder einfach so wieder verräumen für den nächsten Einsatz.